Hi zusammen. Ich habe mal wieder eine neue Kettensäge gekauft und zwar eine Fuchstek FX KS262. Das ist das Topmodell von denen. Ich hatte schon mal die kleinere Schwester getestet, die FX KS255. Seht ihr das Video hier oben, könnt ihr euch anschauen. Und das ist bisher so die beste China-Kettensäge gewesen, die ich in Händen hatte von der Verarbeitung und auch vom Motor her. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie sich hier das größere Modell umschlagen wird. Der Unterschied ist auf dem Papier eigentlich hauptsächlich der größere Motor. Die 255 hat 55 Kubikzentimeter Hubraum. Und hier, das sind 62 Kubikzentimeter Hubraum oder 61,5, um genau zu sein. Ansonsten dürfte die Maschine weitestgehend gleich sein. Und ob das so ist und wie sie sich schlägt, genau wie die Vergasereinstellungen von Anfang an so sind, da schauen wir uns heute mal genauer an. Und dazu auch mal noch das Gewicht. Dazu kommen wir später noch. Los geht's. Jetzt schauen wir erstmal, was überhaupt alles dabei ist bei der Säge. So wird sie geliefert. Ich habe es noch nicht ausgepackt. Die ist auch nicht gesponsert, ich kaufe die selbst von meinem Geld. Und bei der 255 war das Zubehörpaket doch relativ großzügig, muss ich sagen. Schauen wir uns mal an. Hier wieder der obligatorische Schwertschutz, der ist relativ billig gemacht, ist hier auch schon so ein bisschen verbogen. Ist nicht weiter schlimm, funktioniert trotzdem, wenn man das mag. Ich mag den gar nicht so gerne. Auch hier ist eine Tragetasche dabei, das ist ganz nett, gibt es bei den allerwenigsten China-Sägen mit dabei. China-Säge deswegen vielleicht nochmal zur Erklärung, auch die Fuchstek KS262 ist eine typische Kopie einer Komatsu Zenoa. Das ist eine japanische Markensäge, die kostet so um den Dreh 800 Euro. Und wird halt in China produziert einfach. So, Handbuch auch hier ausgedruckt, hochwertig in Deutsch, deutsche Sprache direkt als erstes. Das ist auch hier mit technischen Daten und auch genau abgestimmt auf die Säge. Bei den meisten anderen China-Sägen, die es bei Amazon und eBay so gibt, ist das Handbuch entweder nur PDF oder sind so zwei, drei ausgedruckte DIN A4 Seiten. Und das ist universell, also da ist die Bilder und technischen Daten stimmen noch nicht mal zu der Maschine, die man so kauft. Das ist hier bei der Fuchstek anders. So, die Maschine an sich, ein Mischbehälter, eine lose Schraube. Schauen wir nachher mal, wo die hingehört. Kette und das war's. Zur Maschine kommen wir gleich. Schwert, das beigelegt ist, ist ein 20 Zoll Schwert. Das ist die Standard-Kettenteilung. 0,325 Zoll, 1,5 mm Nutbreite. Ah, hier ist die Bezeichnung. Und passend dazu 76 Treibglieder. Wenn ihr da Ersatz dazu kaufen wollt, hier die Kette, die dabei liegt, das ist so eine mittelgute. Diese ist nicht die allerbilligste Qualität. Aber ist auch nicht so die allerbeste. Also damit kann man schon ganz gut arbeiten. Und wenn ihr mal aufgebraucht ist, verschlissen oder so, dann würde ich euch empfehlen, halt, euch eine andere Kette, entweder von Stiel oder was ich ganz gerne mag, das sind die Sets von Silver. Die sind relativ preisgünstig, Schwert mit Kette zusammen. Und wie immer in der Videobeschreibung und am Video findet ihr die Werkzeuge und auch Zubehörsachen, die ich so benutze. Könnt ihr gerne mal reinschauen. So, das Toolkit. Aha, da ist die Schraube. Das ist Schraube Nummer 2. Die gehört hier zur Baumkralle dazu. Da hätten wir das hier schon mal. Die zwei Imbusschlüssel, die man so braucht. Damit kann man schon mal starten. Ich würde euch trotzdem empfehlen, wie immer, holt euch so einen gescheiten Imbusschlüssel. 4 mm braucht er eigentlich nur. Der ist länger, habt ihr höheren, einen größeren Hebel und mit so einem Kugelkopf, damit kommt ihr besser in die Schrauben rein, wenn die mal ein bisschen verdreckt sind oder mit Flugrost. So, nichtsdestotrotz, sind dabei. Hier das Multitool ist ganz brauchbar, das ist die etwas bessere Qualität. Es gibt noch diese
Variante hier in so einem bronze messingfarbenen. Das ist so ein China-Gummiblech. Also das seht ihr hier einmal benutzt, direkt verbogen. Hier, das hält auf jeden Fall mehr aus. Das ist auch deutlich dicker. So. Die Pfeile habe ich immer noch nicht probiert, ob die was taugt. Ist wahrscheinlich nicht so das Beste auf dem Markt, aber ist halt mal dabei. Und Schraubenzieher, Schraubendreher zum Vergaser einstellen. Jetzt packen wir hier das erstmal nochmal weg. Das brauchen wir nicht mehr. Die Maschine. Mal gucken, ob es hier Unterschiede gibt zur kleineren 255. Also ich kann hier optisch von außen nichts feststellen, außer dass hier irgendwas lose rumkullert. Ach, das ist hier. Das ist dieses Teil vom Tankdeckel, dass der nicht... Ja, jetzt ist weg, dass der nicht verloren gehen kann. Das hat klackert. Alles gut. So, also äußerlich scheinen sich die zwei Kettensägen wirklich nicht zu unterscheiden, bis auf den Motor. Dann brauchen wir uns da jetzt gar nicht so lange aufhalten. Wie gesagt, schaut euch gerne das andere Video an, zur 255. Ich gehe hier vielleicht nur noch mal gleich auf die Besonderheiten ein der Säge, die meiner Meinung nach zur bisher besten Säge machen, die ich von den China-Sägen so in Händen hatte. Das ist auf der einen Seite und hauptsächlich ist das sicherlich der Kettenbremsgriff. Der ist hier eben auf beiden Seiten angeschlagen. Das macht den einfach stabiler und also viel stabiler und hochwertiger als von der normalen China-Säge. Der ist sonst sehr wackelig und einmal ein bisschen unsacht die Maschine in Schubkarren oder so geschubst und dann ist der schnell mal kaputt. Hier, das macht einen ordentlichen Eindruck. Das ist so der Hauptpunkt. Der zweite Punkt ist, das Kunststoff generell macht eigentlich einen guten Eindruck. Das ist eher so ein bisschen flexibel. Das ist nicht so dieses Splitterplastik wie bei den meisten No-Name-China-Sägen. Das ist ganz gut. Hier auch dieser gummierte Griff. Hier der Kippschalter anstatt dem großen Metall. An-Ausschalter, der ist super. Easy Starter sowieso. Ist doch ein Easy Starter, oder? Ja, Easy Starter, das erleichtert das Anwerfen. Dekompressionsventil haben wir keins. In manchen Beschreibungen steht noch, dass die große Maschine ein Dekoventil hat. Hier sieht man auch die Vertiefung, das ist mal vorgesehen. Seht ihr das hier? Diese Vertiefung. Ah. Hier, ein Zylinder. Da ist ein Dekompressionsventil vorgesehen. Hier gibt es keins. Ist auch vergossen, also da ist nichts zum Rausschrauben, dass man das mal einbauen könnte. Brauchen wir eigentlich auch nicht. Also mit dem Easy Starter kriegt man den 62 Kubik Motor eigentlich locker an. Auch schönes Detail, Kettenspannung von der Seite. Die ganz billige Variante ist eben von vorne, das haben wir hier nicht. So, werkzeuglose Luftfilter, Abdeckung und Luftfilter an sich auch werkzeuglos zu tauschen. Und auch hier der etwas bessere Tuning-Vergaser mit den Messing-Anschlüssen für Impulsschlauch und Kraftstoffschlauch. Der hat etwas mehr Leistung als der normale mit den Kunststoffschläuchen. Ich vermute, der hat eine minimal größere Düse. So. Was ich beim Test der anderen Säge nicht gemacht habe, ist das Gewicht. Jetzt habe ich hier das vergessen. Das Gewicht nachmessen. Das werden wir jetzt hier mal machen, weil das ist so der größte Negativpunkt, der mir mittlerweile beim Arbeiten mit der Säge aufgefallen ist. Die ist schwer. Die ist schon schwerer als so zum Beispiel die Queen Cut oder die Demon oder die Beatux, die ich nutze. Das ist schon ein Brocken. Das werden wir jetzt mal schauen. Fuchstech gibt auf der Webseite an 5,2 Kilogramm.
für die nackte Maschine ohne Betriebsstoff und ohne Schwert. Aha. Hallo. Das ist echt nicht gut zu erkennen hier. Ich probiere das mal ohne. So, 5799 Gramm. Das sind genau 600 Gramm mehr als im Datenblatt und auf der Fuchs-6-Seite. Also fast 6 Kilo für die leere Maschine ist halt schon viel. Ne? So, jetzt versuche ich hier mal noch das Schwert irgendwie dazu zu packen. Gucken, ob ich das balanciert bekomme. So nicht. So, Kette dazu. Jetzt sind wir bei 7110 Gramm mit Originalschwert und mit Kette. Betriebsstoffe dazu sind nochmal 720 Gramm. Da wären wir dann bei knappen 8 Kilo. 7930 Gramm so in etwa. 8 Kilo ist halt schon ein Brocken. Ne? Das ist klar, hier haben wir auch mit dem großen Motor 2,85 Kilowatt. Das sind 3,9 PS. Da ist auch schon eine Hausnummer an Leistung. Keine Frage. Aber 8 Kilo, mit denen arbeitet man nicht so gerne den kompletten Tag lang. So. Ansonsten würde ich sagen, das Vermessen vom Zylinderkopf, das sparen wir uns dieses Mal. Das wird bei der Fuchstec hier, wird das auch passen. Fuchstec ist auch bei dem anderen Modell sehr genau gewesen. Ich gehe mal davon aus, einfach, oder ich unterstelle Fuchstec, dass die auch hier nicht bescheißen und die 61,5 Kubik hier auch stimmen. Das entspricht auch genau dem, wenn man das nachrechnet mit dem 48 mm Kolben und dem 34 mm Hub der Kurbelwelle, kommt man auf 6150 61,5 Kubikzentimeter. So. Aber was wir jetzt machen, wir gehen jetzt mal raus, machen damit ein paar Testschnitte und schauen uns die Vergaseeinstellungen an. Also 12.500 Umdrehungen sollten laut Datenblatt möglich sein und auch eingestellt sein. Und das ist auch tatsächlich genau der Wert, den ich so für mich bei meinen Sägen so immer einstelle. Wenn das hier genauso gut eingestellt ist wie bei der kleinen Säge, dann ist das top. Da kann man aus dem Karton raus die Maschine betanken und direkt damit arbeiten. Das wäre auch sehr, sehr gut. Das schauen wir uns jetzt mal an und los geht's. Ich wollte euch doch nochmal mitnehmen hier beim Zusammenbau der Maschine. Also ich mache jetzt hier noch Schwert und Kette ziehe ich hier noch drauf, damit ihr mal auch aus der Nähe seht, wie hier die Mechanik aussieht mit dieser speziellen Kettenbremse, die auf beiden Seiten angeschlagen ist. Also hier, wenn man den Kettenraddeckel aufgeschraubt hat und nimmt den ab, dann bleibt halt die Kettenbremse komplett hier dran. Bei den normalen Modellen ist der Kettenbremsgriff hier am Kettenraddeckel dann mit dran. Das heißt, das ist hier einfacher im Handling, auf jeden Fall, das ist ein Vorteil. Nachteil, das ist kein Standardteil mehr. Also hier dieser Kettenraddeckel ist bei den allermeisten anderen China-Sägen identisch und untereinander austauschbar. Man muss nicht das teure Originalteil kaufen. Zum Beispiel von Scheppach kostet so das Teil Zubehör 25 bis 40 Euro und bei eBay oder AliExpress, da kostet das noch keine 10 Euro mit Versand. Das wird hier nicht funktionieren, das ist ein anderes Teil, muss man dann original von Fuchstec einfach kaufen. Was hier auch auffällt, das ist auch deutlich schwerer, obwohl hier der Bremsgriff fehlt, ist das hier schwerer. Das ist ein viel stabilerer Kunststoff, der ist dicker gearbeitet. Und der ist einfach hochwertiger. Hier ist auch ein Metall hinterlegt. Also hier sieht man das, da wo die Schrauben anschlagen oder die Schwertmuttern anschlagen. Hier ist Metall hinten dran. Das ist kein Kunststoff. So. Hier drüber wird dann die Kettenbremsmechanik ausgelöst über dieses Rädchen. Und in das Rädchen greift hier der Bremsgriff ein. Hier ist eine Rückstellfeder, die den Griff nochmal nach vorne drückt.
ansonsten haben wir hier trotzdem noch diese außenliegende Kupplung, die ein bisschen blöd in dem Sinne ist, da man das Kettenritzel dahinter nicht so gut sehen kann. Also es kann, wenn man nicht aufpasst, vorkommen, dass man die Kette nicht genau auf dem Ritzel aufliegen hat, sondern nebenan in dem Spalt zwischen Ritzel und Kupplungstrommel. Da muss man einfach genauer hinschauen, und dass die Fliehkraftkupplung außen sitzt, erschwert einfach das Hingucken. So, da ist aber bei allen Chinasägen ist das so, das ist bei Stiel und Dolmer ist das einfach besser gelöst, dass die Kupplung innen sitzt und das Kettenradritzel außen. Ist so, muss man drauf achten. Und genau, so. Dann, da wir das wissen, achten wir da jetzt einfach gemeinsam drauf, würde ich sagen. Einmal das riesen 20 Zoll Schwert. Das ist mir immer zu groß und zu unhandlich. Also ich bin ja ein Freund davon, mit entweder 38 cm oder maximal 45 zu arbeiten. Das hier ist einfach unhandlich und macht das Ganze auch unnötig schwer. So, also wir legen jetzt hier die Kette erstmal locker drauf. Hier vorne um den Umlenkstern. Und dann schauen wir uns das Ganze an, wo denn die Kette gelandet ist. Meistens ist die Kette schon gleich auf dem Ritzel, wo es hingehört. Hier in unserem Fall jetzt schon mal gleich nicht. Das heißt, wir müssen die noch rüberdrehen. So, jetzt ist die Kette auf dem Ritzel. Da muss man wirklich drauf achten. Man kann, wenn man das vergisst und die Kette nicht auf dem Ritzel läuft, sondern in dem Spalt dazwischen, trotzdem erstaunlicherweise erstmal mit der Säge arbeiten. Also wenn man den Motor anwirft, der geht an, er dreht, die Kette dreht sich auch mit und man kann sogar damit sägen. Das liegt daran, weil die Welle, wo die Fliehkraftkupplung außen montiert ist und das Ritzel innen schwimmt, gelagert sitzt, diese Welle hat ja auch 7 Segmente, wo das Ritzel drauf läuft. Und diese 7 Segmente sind ja wie so eine Art Zahnrad im Endeffekt. So. Und dadurch wird die Kette auch angetrieben. Also die dreht sich erstmal mit. Man wird nur 2 Dinge, wird man aber merken. Erstens, die Kette ist mal mehr gespannt, mal weniger gespannt, weil sie läuft auf den 7 Segmenten halt natürlich nicht so, wie das sein soll. Ne? Also ist die Kette mal mehr gespannt, mal weniger gespannt. Und man kriegt das mit dem normalen Kettenspanner auch nicht hin, die Kette richtig zu spannen. So, das ist der erste Hinweis, dass die Kette verrutscht ist. Der zweite Hinweis ist, dass wenn man sägt, funktioniert das solange man so dünne Ästchen oder sowas nur hat. Das schafft man auch mit einer verrutschten Kette. Aber wenn man dann was Dickeres sägen will, dann rutscht die Kette einfach durch. Also der Motor läuft, die Kette dreht sich nicht, dann rutscht die Kette über diese 7 Segmente drüber. Also das ist auch ein Hinweis, wenn man sägt und die Kette dreht sich nicht, dass man einfach nicht das Ritzel getroffen hat. Aber wie gesagt, das sollte man beim Montieren einfach schon drauf achten, dass die richtig ist, und dann hat man die Probleme auch nicht. So. Ein kleines bisschen mehr noch spannen. Ach so, und ihr solltet den Kettenspanner auf jeden Fall immer gut fetten. Also zur Not auch mit Caramba oder WD-40, damit das Getriebe einfach nicht kaputt geht, aber noch besser ist so ein Multifett. So. Dann hält der Kettenspanner auch etwas länger. So. Nachdem wir jetzt die Maschine zusammengebaut haben, Kette ist soweit gespannt, Bolzen sind fest, geht es ans Betanken und dann geht's raus. Dann machen wir ein paar Testschnitte.
So, die Maschine ist schon warm gelaufen, ist hier festgespannt in der Werkbank. Und ich werde jetzt mal anwerfen und da schauen wir uns die Leerlaufdrehzahl an und die Höchstdrehzahl und auch mal so die Gasannahme. Und dann schauen wir mal, ob ich hier an den Vergasereinstellungen noch was optimieren kann oder ob das schon soweit eigentlich ganz gut funktioniert. Danach werden wir ein paar Testschnitte machen. Los geht's. Okay, ich bin ein bisschen überrascht, muss ich sagen, weil die Vergasereinstellung ist eigentlich gar nicht so gut. Die war bei der KS255 deutlich besser. Also ihr habt es, denke ich, gehört, dass die Gasannahme ist nicht so gut. Am Anfang, sie ist kurz davor, sich zu verschlucken. Das liegt, denke ich, daran, dass die Leerlaufdrehzahl zu niedrig ist. Das zweite ist, die Höchstdrehzahl liegt bei 9600 Umdrehungen ungefähr. Das ist eigentlich auch zu niedrig. 12500 sind angegeben. Der Motor wird so 13.500, vielleicht sogar 14.000 schaffen. Das werden wir gleich mal ausprobieren einfach. Und dadurch wird die Maschine auch mehr Leistung haben im Holz. Also die Drehzahl sinkt eh beim Arbeiten im Holz drin. Läuft die Maschine ja nicht mit Höchstdrehzahl, sondern die Drehzahl sinkt eh ab. Aber die Leistung wird ein bisschen höher sein, wenn die Höchstdrehzahl entsprechend angepasst ist. Dann werde ich mal versuchen, ob ich hier die Einstellung ein bisschen optimieren kann. Ich werde jetzt nicht den Luftfilter und den Deckel nochmal dran schrauben. Ich weiß jetzt mittlerweile auch, dass das beim Einstellen besser ist, wenn beides drauf ist, damit der Luftstrom genauso, naja, reduziert ist wie später beim Arbeiten auch. Aber da wir hier nur so einen Nylonfilter haben, der eigentlich im Grunde gar kein richtiger Filter ist, wird da auch kein großer Unterschied sein. Okay, dann probieren wir das jetzt mal. Ich glaube, wir brauchen hier überall nur einen Schlitz. Jawohl, kein Spezialschlüssel notwendig. Los geht's. Da habe ich mich wohl verguckt und getäuscht. Wir brauchen ja doch so einen Spezialvergaserschlüssel. Das ist der mit der Pac-Man-Aufnahme. Könnt ihr mal schauen, unter der Videobeschreibung verlinke ich euch so ein Vergaserschlüssel-Set. Da sind eigentlich alle Vergaserschlüssel drin, die es so gibt für alle möglichen Maschinen. Und damit ist man eigentlich mal auf der sicheren Seite. So, neuer Versuch. Ja, ein bisschen mager. Hm? So, was habe ich jetzt gemacht, außer relativ lange hier eingestellt, das Optimum zu finden? Ich habe die Höchstdrehzahl auf 10.700 Umdrehungen. Weiter komme ich nicht mehr, schafft die Maschine nicht. Liegt an dem größeren 62 Kubik Zylindersatz. Der ist nicht ganz so agil wie der kleinere mit 55 Kubik.
aber immerhin 1000 Umdrehungen höher als ab Werk eingestellt. Ne, 2000 sogar höher. So, das dürfte nochmal ein bisschen mehr Leistung bringen, auf jeden Fall. Dann habe ich auch die Gasannahme verbessert. Die Maschine kommt jetzt einfach eher und hängt eher am Gas dran. Die Leerlaufdrehzahl ein bisschen höher auf 3200 Umdrehungen. So, und damit werden wir jetzt mal ein paar Testschnitte machen. Okay, wir werden jetzt hier drei Probeschnitte machen. Der erste einfach nur laufen lassen mit dem Eigengewicht der Maschine. Beim zweiten werde ich nachhelfen, ein bisschen drücken. Und beim dritten Schnitt werde ich mit der Baumkralle arbeiten und ein bisschen hebeln. Das hier ist Fichte, so 20 bis 25 cm stark. Das ist noch die Originalkette. Und dann geht's los. So, hier haben wir richtig schön große Späne. Die Kette, die ist auch relativ aggressiv, schneidet sehr stark. Das ist schon mal gut. Von der Leistung der Maschine habt ihr auch gesehen. Die zieht schon ordentlich durch. Gefühlt im Vergleich zur KS255 ein Ticken stärker, aber jetzt nicht so übermäßig, wie ich gedacht habe. Aber 3,6 PS zu 3,9, vielleicht müsste man das auch einfach mal im direkten Vergleich machen. Aber so gefühlt hätte ich jetzt eigentlich mehr erwartet, muss ich sagen. Nun gut, ich würde sagen, packen wir hier draußen mal ein. Hier geht es nochmal rein in die Werkstatt und da gibt es nochmal ein Fazit zur Säge. Die Foxtec FX KS262, die größte Maschine, die Foxtec im Sortiment hat, mit 3,9 PS. Mein Fazit dazu. Die Verarbeitung ist wie gesagt top, das Plastik ist super, das wird eine Menge aushalten. Die Kettenbremse, die auf beiden Seiten angeschlagen ist, macht sowieso einen sehr guten Eindruck. Und generell so Kleinigkeiten wie diese werkzeuglose Luftfilterdeckel-Demontage oder hier der kleine Wippschalter, der nicht so einfach an- und auszuschalten ist während dem Arbeiten, wie der einfache Metallschalter, wo man ständig dran kommt, Easy Starter, eine gescheite Kette. Das sind alles die Details, die gefallen mir ganz gut, wie auch hier die Kettenspannung von der Seite. Was nicht so gut gefällt, ist tatsächlich das Gewicht. Das ist ein ganz schöner Brocken, knapp 8 Kilo vollgetankt und mit Schiene und Schwert. Das muss man erstmal da rumschleppen, wenn man ein paar Stunden damit arbeiten muss. So, dann zur Leistung. Die 3,9 PS sind natürlich sehr viel für den Privatanwender. Damit kann man alles machen, Bäume fällen oder umgestürzte Bäume zerlegen, Brennholz für den Kaminofen. Das ist alles kein Problem. Allerdings muss ich sagen, im direkten Vergleich zur kleinen Schwester der KS255, die mit dem kleineren Motor mit 55 Kubik 3,6 PS hat, also 0,3 PS weniger, muss ich sagen, im direkten Vergleich gefällt mir sogar der kleinere Motor, die kleinere Maschine besser. Der Motor hängt besser am Gas, dreht schneller hoch und der Leistungsunterschied ist eigentlich kaum spürbar.
Hier haben wir noch zu dem großen Motor dazu, kommen noch höhere Vibrationen. Das kenne ich von meiner Greentech, die hat denselben Motor verbaut mit 62 Kubik, was hier einfach durch das hohe Gewicht ein bisschen gedämpft ist. Das kommt nicht so durch bei der Greencut, nicht Greentech so. Bei der Greencut spürt man die Vibrationen einfach stärker. Hängt auch damit zusammen, dass der große Motor mit dem 48 mm Kolben einfach ein größeres bewegtes Gewicht auch hat und dadurch Vibrationen entstehen durch die Bewegung. So, mein Fazit ist deswegen, super Maschine, sehr zu empfehlen für den privaten Hobbyanwender auf jeden Fall, aber noch einen Ticken besser finde ich dann persönlich zumindest doch die Maschine 1 kleiner, die 255. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr konntet was über die Foxtech lernen. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und wenn ihr es nicht eh schon gemacht habt, Kanal abonnieren. Ihr helft dem Kanal auf jeden Fall sehr. Den gibt es noch nicht so lange. Dementsprechend freut mich jeder neue Abonnent und jede neue Abonnentin. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Macht's gut. Bis dann. Ciao.